Wenn man den Mayas glaubt, steht der Weltuntergang vor der Tür. Was am 21. Dezember genau passieren wird, weiß man noch nicht so genau. Vielleicht werden wir ja von Außerirdischen angegriffen. Ob sie so aussehen, wie man sie aus dem Kino kennt, weiß niemand so recht, aber vielleicht haben gleich gewisse Leute eine Vorstellung davon. Gibt es einen Weltuntergang? Nein, dann nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir noch nie Gedanken über das gemacht. Wirklich nicht. Ich glaube eigentlich gar nicht dran. Also, ich werde am 21. unter Palme liegen und von dem her wäre es mir dann gar nicht so arg, wenn die Welt untergeht. Ja, dann ist es geil. Dann die Welt explodiert und wir haben da keine Probleme mehr. Das ist gut. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Was ist Weltuntergang? Das fertig. Ist meine Welt fertig. Nein, ich denke, das ist nicht eine Möglichkeit. Wie stellst du dir Außerirdische vor? Etwa so wie der Weltuntergang. Etwa gar nicht. Ja, wenn ich es mir wünschen könnte, dann wären es riesengroße Kuschelhasen. Ja, es sind sicher alles so Aslaks, so Tag-Life und so. Keine Ahnung, ey. Ja, so mit so Aslak, so mit Kanaken und so. Wir nehmen es, wie es kommt, oder? Also, wie sonst im Leben auch. Mir egal, ob es kommt oder nicht. Für all die, die von grünen Marsmännchen und Plüschhasen noch nicht genug haben, haben wir noch einen passenden Filmtipp. Prometheus, der Science-Fiction-Film mit der Charlize Theron, gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray.